Glück. Ja. Viel Glück, genau. Viel Glück. Viel Glück. Viel Spaß. 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 Ich hab auch schon Glück, wenn er Skill hat. Du bist der Erste, den ich umhaue. Meine Herren. Uiuiui. Dieser Moment, wenn man darauf wartet, endlich nicht mehr die ganze Stimme zu hören. Wer hat das gesagt? Nomi. User joined your channel. Oh, klicke ja nicht aus. Fühle mich behindert. Wer nicht an. Noch behinderter. Gut. Okay, denkt dran, dass das Radio müsst ihr neu nehmen. Das kann man nicht speichern. So. Absolut, nicht das Laden, das ich eben gespeichert habe. Ja, wegen dem Vater. Das geht. Wegen dem Vater. Probier's einfach, du kannst es trotzdem laden. Sibit? Ja. AD kann ich aber keine nehmen, also es lasst meine Rolle nicht zu. Kommt später. Stefan, das. Ach, kommt später. Das AD kommt per Kiste. Keine Panik. Noch funktioniert alles, wie es soll. Frequenz? 86. Für die, gerade für den MG-Schützen, eventuell ein GPS mitnehmen? Ist das möglich? Weiß nicht, habt ihr eins? Okay, gut. Gut. Und auch alle Rollen, die sich gleich im Prinzip bewegen können. Das heißt, Zirk, Stefan und Nex gleich loslaufen. Nicht lang abwarten, loslaufen. Nex, deine Position musst du dann versuchen, einigermaßen zu finden. Ich kann sie dir nochmal einzeichnen. Ja, ich hab's mir jetzt aufgeschrieben. 06808. Genau, das musst du dann natürlich den einen Baum noch, aber das siehst du dann schon, das wollte relativ, ich kann es jetzt auch gleich nochmal schnell zeichnen. So, Sidechannel und da müsste er sein. Wird doch der da oben sein, ne? Ja, genau, ist der da. Also ich zeichne dir jetzt mal den genauen Baum ein, dann kannst du den einfach, ja, wie es keinen Kreis gibt, sowas liebe ich ja. Na gut, machen wir ein X. Hölle. So. Also, Baum ist markiert. Guti. Und zwei Bäume nebeneinander mit einem kleinen Busch daneben. Gut, sind dann alle soweit? Dann machen wir nämlich noch einen schnellen Funk-Check. Und dann tue ich die Teams zusammentun. Tun getan. Stefan und Zuck werden Team Green. Nomi und Shura werden Team Blau. Mhm. Und Nex darf sich freudig. Du bist der Teamleader von deinem Team. War super. Die hören noch alle super auf mich, weiß ich. So, gut, okay. Das sieht jetzt aus wie ein bunter Salat, aber na gut. Okay. Funktest, ne? Gut, dann Funkcheck. Also, Xibit Funkcheck. Shura Funkcheck. Zuck Funkcheck. André Funkcheck. Stefan Funkcheck. Nomi Funkcheck. Nex Funkcheck. Gut, Funkcheck abgeschlossen. Ja, im Prinzip sind wir dann soweit fertig, ne? Jupp. Alle zufrieden mit dem, was wir haben? Jupp. RPG noch nicht, aber sonst ja. Ja, kommt noch. Stimmt, richtig, ihr sollt nicht losrennen. Alle RPGs erstmal da bleiben. MG kann losrennen schon mal, als einziger. Boah, das ist eng. Wow. Echt eine geile Position. Wo ist die Tonne? Na, wahrscheinlich irgendwo anders. Die spawnt natürlich da, wo Platz ist. Das sieht man ja auf der Karte relativ. Ja, eben nicht. Die dürfte eigentlich genau da sein, wo wir sind. Ja, im Haus? Oh, nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Wir sind wo gespawnt, wo Platz war. Okay, und die Haus. Ja. Genau, wer kennt sich hier aus? Ich glaube, man muss hier durchlaufen. Ach du Scheiße. Holy fuck, wo geht's hier lang? So. Genau, und jetzt muss man, glaube ich, hier lang. Okay. Ich kenne den Weg, ich kenne den Weg. Was? Ja. So,
hier geht's raus aus dem Ding. Die anderen können sich mal vor dem Komplex dann ja, treffen im Prinzip. Erstmal, wie kommen wir hier raus? Ich weiß den Weg, ich bin gerade schon raus mit Nix. Ich komme mal zurück. Oh, ich mach mich mal auf den Weg. Genau, ja, Nix macht dich mal auf den Weg. Der blaue Medic, der kann den Weg zeigen. Wenn ihr den findet, dann. Oder habt ihr schon gefunden? Alle zum blauen Medic. Der blaue Medic bitte an Kasse 1. Nein, da ist er nicht drin, verdammt. Wo ist er? Du musst erstmal ganz nach Nordwest in den Kompunkt. Der blaue Medic? Hier. Komm, folgt mir. Ich hab den blauen Medic. Jesus Christ, ist das verwirrend. Wir werden hundertprozentig sprengen. Ich dachte, du hast das ja angeguckt vorher. Ja, natürlich, aber ich bin nicht so viel rumgelaufen hier. Jetzt haben wir's von oben angeguckt. Das ist ultra verwirrend. Ja. André guckt die Wäsche an. So. Gut. Ja, wir können im Prinzip hier Tanktraps? Soll ich welche hinpacken irgendwo? Ich packe jetzt gerade hier welche hin. Dann kann der Panzer schon mal nicht hier vorfahren. Tretminen oder sowas. AP. Kommt noch. Negativ. Oh shit. Es gibt Minen, aber in der AT-Box erst. Achso. Aber keine Tretminen. Nee, Tellerminen. Ja, das weil das Ding zu verteidigen ist vor die Hölle. Die haben Blufoarzt nicht. Hm? Also. Ja, da hat so ein Opfer, ja gut. Gibt eine sehr gute. Erwarten wahrscheinlich eher. Ja, eben. Das haben wir dann schon wieder. Außerdem haben sie einen Panzer, ne? Stellen sie auf den Berg und feuern rein. Das ist. Ja, so hier in der Mauer sieht man jetzt auch nicht so viel. Ja, wenn sie HE benutzen, feuern sie einfach in den Compound raus. Solange sie denken, dass es einigermaßen sicher ist. Und dann ist es nein. Würde ich zumindest machen. Okay. Wo könnte man den denn noch hin tun? Ups. Geht mal da links weg, bitte. Hier rein? Nee, okay. Kann man es hier hin tun. So. Gut. Müssen wir nur noch warten, bis die Kiste spawnt. Dann müssen wir nach Nord. Ich würde schon mal Earplugs reintun, wenn möglich, schon mal. Habt ihr das schon mal erledigt? Öffne schnell ein paar Stun-Grenades weg, die brauche ich nicht. Oh. Die Positionen sind jetzt klar oder soll ich sie nochmal einzeichnen? Für die. Für Zuck und Stefan. Eigentlich klar. Und ihr müsst ja nur nach Nordosten im Prinzip. Was ihr entdecken müsst, werdet ihr schon selber kennen, das ist relativ offensichtlich. Mhm. Okay, MG hat. Ja, genau. André, wir müssen da noch ein relativ weites Stückchen laufen, ne? Also knapp 600 Meter und dann bergauf. Also wir sollten dann sofort los. Das müsste direkt hier oben sein, ja. Das ist der Berg hier in R240. Der Kota heißt da auf der Map. So, na komm. Wann kommen sie denn? Gibt's noch ein bisschen ganz. Quatsch. Gibt's eine wichtige Ansage, weil sonst würde ich mich ein bisschen vertraut machen mit dem Compound. So, ja, das kannst du. Sorry, Shura, ja. Du brauchst hier nicht warten. Ich laufe mit dem Shura. Achso, genau, Nomi, du auch nicht. Ups. Okay. Ja, der Compound ist. Ich kenne jetzt auch nicht komplett. Ich habe jetzt nur. Von der Mitte bis zum Ausgang schaffe ich es, aber. Ist auf jeden Fall extrem wichtig. Also, wichtig sind vor allem die Eingänge. Hier ist diese Leiter, mit der kommt man auf Sach hier rauf. Mit Steuerung F kann man dann noch hochklettern irgendwie. Der Steuerung V meine ich. Auch hat man aber auch so eine gute Übersicht. Ja, aber ist natürlich auch extrem verwundbar. Ne? Ah, es geht auch so hoch direkt. Ah ja, cool. Oh, und man kann auch gut durchbacken. Ja, das haben wir heute so an sich. Ja. So, dann. Warte mal, ich guck mal kurz in das Haus hier, ob da ein Eingang ist.
Nomi, fix sie mitbekommen. Ja, Nomi hört. Ja, wie sieht's denn aus, wenn ich dann Fahrzeug wähle? Sollen wir da eventuell den Mörser da spawnen, dass ihr den mit in den Compound nehmt? Ja, ist eine gute Idee, ja. Okay, verstanden, Ende. Kiste und Mörser müsste jetzt eigene Marke haben auf der Karte. Okay, verstanden. Ach, hier ist die Tonne, ist ja lustig. Hier ist hier irgendwie der klassische. Oh, das ist ein Zugspot. Okay, Schura, ich wollte jetzt raus den Mörser holen. Mörser ist auf die Straße runter gespawnt. Straße runter im Süden. Brauchst du Hilfe beim Tragen? Nee, das geht allein, danke. Kann sich ein bisschen umgucken noch. Ich habe gerade überlegt, welchen ich nehme, aber. Übrigens, diese Small IDs, ne? Ihr habt auch einen Deadman Switch, damit könntet ihr euch sozusagen zu lebenden Bomben machen. Ich hab den Platz nicht. Okay, jetzt sehe ich gerade, dass. Zack, zack. Ich nehme den Mörser mit. Nehme ich doch einen M3 mit. Und einen Heat. User joined your channel. Was ist mit dem Panzer-Meme hier? Werden die noch gelegt, oder? Also ich nehme eine mit und legst du dann auf den Bild. Wieder im Game. Gerade irgendwie ein Disconnect gehabt. Wer war das? Das MG nix. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das noch ankam, aber MG ist auf Position. Hat jetzt Eingang vom Compound passiert. Sehr schön. Next Fixer, bitte komm. Thanks. Wie sieht's aus? Hast du die Position erreicht? Einigermaßen. Ja, kann von hier oben eigentlich recht gut aussehen. Ich bin jetzt in so einem Busch, also an so einem Busch dran. Kann die Brücke sehen. Ja, nicht viel Richtung Nordwest. Okay, perfekt. Ja, das hört sich nach der richtigen Position an. Super. Okay, dann einfach Augen auf, Augen offen halten und schauen. Ah, Schura, magst du mal übernehmen? Ich bin total schon außer Puste. Ja. Danke. Kannst du nur demontieren? Mit Windows-Taste. Also mit Interaction-Menü. Okay. Ich kann dir den Weg leiten. Lauf einfach auf meinen Anzeigen. Wie ist das, wenn ich was sichte? Kann ich was auf der Karte einzeichnen? Und wenn ja, welcher Kanal? Site auf jeden Fall oder Group geht auch, aber Site ist, denke ich, am besten. Und auf jeden Fall natürlich auch einen Funkspruch ablassen, ne? Ja, selbstverständlich. Okay. Überleg, wie weit war den Ziel? Am besten noch, vielleicht bis zur Tonne oder so. Hauptsache, wir müssen weiter nach Westen, André. Ich denke mal, sie werden jetzt nicht mit dem Heli im Hof landen, das wäre sehr riskant. Ah, Kiste im Weg. Müssen wir ein bisschen nach rechts müssen.
Ups. So, cool. Hier? Ja. Wobei, Moment mal, da kann man vom Berg aus beschossen werden. Zieh den mal ein bisschen an die Mauer ran, Richtung hier Ost. Wenn der an der Mauer steht, dann kann man den, auf der anderen Seite, nach West gibt es keine Hügel, aus Osten könntest du vom Hügel rund auf den, sozusagen, den beschießen. Aber sitzt da nicht unser MG? Richtung Ost. Ja, stimmt, da müsste in unserem MG sein, aber wer weiß, vielleicht, wenn sie den von hinten erwischen oder so. Ja, so passt das schon. Da kriegen sie eigentlich. Super. Ja, hast du vorhin noch mal ein bisschen geguckt, wie es weitergeht hier in dem Compound? Es gibt eigentlich nur relativ wenig Eingänge. Beziehungsweise ich habe so gut wie gar keinen gefunden. Es gibt nur einen Haupteingang, genau. Es gibt, sonst ist es so ein Labyrinth quasi aufgebaut. Soweit ich weiß. Aber ich bräuchte einen Top-Down-Plan, damit ich hier durchblicke. Ja, selbst damit, also man hat ja, ich habe ein GPS sogar, aber das hilft einem überhaupt nicht. User joined your channel. Das ist wirklich total abgefahren. User joined your channel. Ja, ich glaube, hier ist Sackgasse. Natürlich passieren kann im schlimmsten Fall, dass sie sich durch die Mauer springen. Du liegst von uns aus gesehen ziemlich genau auf dem Berg, das heißt Skylines bei einer geringen Bewegung. Schlage vor, dass du von dir aus gesehen noch ungefähr 100 Meter nach Norden gehst. Dort findest du am abfallenden Stück des Berges einen Stein und einen Busch. Ich sag dir dann gleich, wenn du da bist, noch ein Stück weiter. Krass. Und der Busch zu deiner Linken sollte es sein. Nordwestlich von dir. Ja, das sieht nicht nach einem Eingang aus hier. Nee. Der hier, ungefähr. Momentan liegst du dahinter, kann das sein? Du liegst nicht wirklich im Busch. Du kannst zwischen dem Busch und dem Baum dich da einnisten. Das ist eine relativ gute Position. Zumindest der Bereich ist deutlich besser als davor, sonst man hat dich jetzt relativ leicht gesehen. Genau, das ist tausendmal besser, ja. Vielleicht tendenziell müsste ich näher an Ausgang, weil ich bin ja der Block und wenn irgendwas passiert, kann ich dann zumindest noch zur Hilfe irgendwo eilen. Norden ist soweit in Ordnung, da sehen wir 3 Kilometer weit, das sollte kein Problem sein. Ich glaube, die werden bestimmt die Dächer hochkommen ab und zu. Wichtiger ist, dass du nach Süden, Südwesten über die Felsen gucken kannst. Wir sind ziemlich genau westlich von dir an dem letzten Berg, knapp oben an den Felsen. Von hier aus müssten wir Granaten in den Hof werfen können, oder? Das kann gut sein. Ich guck mal nochmal drüben vom Hof. Selbst zur Information, Team Grün ist jetzt auch auf der Karte eingezeichnet. Ja, Astrein, perfekt. Gut. Genau. Hubschraubergeräusche im Westen. Tieffliegender Hubschrauber fliegt durchs Tal von Südwesten nach Nordosten. Circa 250 Meter südwestlich von Position AT1.
Hubschrauber ist natürlich übel. Xim mit Feuerstand ist auf Hubschrauber, dürfen wir feuern? Hubschrauber ist westlich von uns gelandet, 100 Meter. Xim mit Feuerstatus, komm. Feuerstatus gelb. Okay, verstanden. Hubschrauber hebt wieder ab, hat Infanterie abgesetzt. André, bist du bereit? Ja, ja. Oh, Mörser? Mörser, ja. Hab noch keinen Sichtkontakt allerdings. Negativ, ich auch nicht. Stell auf Whisper. Mörser? Oh, Mörser, einen Moment. Hau dir auch auf Whisper jetzt bei mir. Quadrant 0, 5, 8, 0, 4, 7. Zeichne ich ein. Okay, soll ich feuern? Feuereinschuss, André, wir ziehen uns ein Stück nach Osten zurück. Hier, ein Schlag in 17 Sekunden. Kein Wind, sollte also ein Volltreffer sein. Splash. Noch ein Schuss, östlich davon. Wir haben hier schweres Feuer, vermutlich MBT auf Compound. Okay, verstanden. Konnte irgendjemand was erkennen? André, das war laut, oder, bei uns? Ich hab's auch gehört, ja. Südlich oder so von uns habe ich einen vorherigen Schuss noch gehört. Kontakt an Tank, und zwar auch südwestlich, links vom Turm, der auf dem Berg ist. Okay, links vom Turm heißt dann in dem Fall südöstlich vom Turm, richtig? Korrekt. Ich versuche ihn einzuzeichnen auf der Map. Hab mal grobe Position eingezeichnet, damit alle Bescheid wissen. André, du schaust noch nach Westen wegen Infanterie. Ja. Turm auf Südwest. Kann man die von hier aus sehen, die, ne? Den Turm sehen wir. Soll ich nur auf Fuß stehen? Ich höre einen Helikopter südöstlich vom MG-Position. Allerdings nicht einsehen. Civit sollte im Grün seiner Position halten, trotzdem. Eine Minute warten. Hier drin vom Fenster ist ein Gang, da hinten. Team Grün, Position nach Südwesten verlagern zum Compound, aber bitte noch den Compound in Deckung behalten, dass ihr vom Panzer nicht geholt werden könnt. Trotzdem natürlich noch Deckung nach Nordosten mit. Der Hubschrauber war auch noch kurz im Norden geflogen. Südwestlich, eine einzelne Infanterie direkt. Der macht riesige Kreise. André, Feinde südwestlich, Nahbereich. Einschlag im Compound. André, Südwesten. Unser Haus wurde komplett unter uns zusammengeschossen. Wir haben aber komischerweise überlebt. Da habe ich Stimmen gehört. Hier ist jemand Südosten, Südosten. Schuber, lass uns mal zurückziehen Richtung Südosten. Ich glaube, die schießen von Westen, alles klein. Möglicherweise wollen die dann auch einfach durch die Bresche rücken. Da oben sind welche. Südwesten. Hast du Granaten Südwesten hoch?
zieht sich taktisch zurück nach Nordosten. Im Westen des Compounds ist ein Haus so zerstört, dass vermutlich der Gegner von außen eindringen kann. Okay, verstanden. Im Auge behalten. Hast du noch Sand? Negativ. Okay, verstanden. Als gab es zum Visier, ich versuche den Heli zu prüfen. Mhm. Ich glaube, der klärt auf. Exfixiv, willkommen. Exert. Wie sieht's aus, Panzer? Hat er seine Position verändert? Ne, nach wie vor gleiche Position. Begleitet von ein bis zwei Infanteristen, die laut im Nahbereich hin und her rennen. Nomi, Mörser, bitte. Bist du an Position? Moment, 5 Sekunden. Mörser bereit. Ersten Schuss bitte aufs rechte X aufs... Ich mach das andere weg. Jetzt aufs X bitte. Ja, Schuss läuft. Einschläge östlicher. 100 Meter. Zuck, wie sieht's aus, wenn der Hubschrauber... Fliegt der nah über euch? Sehen gar keinen Hubschrauber derzeit, er ist überhaupt nicht geflogen. Okay, verstanden. Versucht im Schutz der Stadt, also konzentriert euch ein bisschen auf den Hubschrauber. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn zu bekämpfen, dann bekämpft ihn. Ansonsten bleibt bitte möglichst in Deckung, dass der Panzer euch nicht bekommt. War der Treffer okay? Wir sind gerade ein bisschen vom Combat weggerückt, wegen der Einschläge. Ja, verstanden. Mörserschuss habe ich leider nicht gesehen, wo er eingeschlagen ist. Team Grün, hast du die Einschüsse vom Panzer im Visier, dass ich meinen Rücken frei habe? Zweites X-Feuer. Das auf dem Berg natürlich. Domi-Schüsse kommen näher, 50 Meter. Ja, verstanden. Ich zieh mich zurück. Mörser ist abgeschossen. Pass auf, die kommen hier um die Ecke. Hier sind die Einschläge. Ach, hier? Ja. Von wo? Von West? Der eine war hier ein bisschen rechts, also Richtung östlich. Ja. Und der andere war nördlich, aber schon näher, bedeutend näher. Okay. Ich befürchte, wir wollen da drüber reinkommen. So viel Schiss, wie da schon reinging. Okay. Die gingen nach Osten rein, ja? Das ist aber gut. Also da waren drei Einschläge im Osten. Im Westen okay. War nur einer. Ab jetzt ist für Team Blau Vollstufe Grün auch auf den Heli, wenn der euch überfliegt, weil der euch jetzt im Moment sehr sicher überfliegt. Verstanden. Next, wenn es Updates zur Panzerposition gibt, dann sofort durchsagen. Verlässt gerade seine Position hinter den Hügel Richtung Straße. Hab mir jetzt außer Sicht verloren. Hinterm Hügel verschwunden. Hinter den Hügel immer am besten gerade anzeigen, ja, die Himmelsrichtung anzeigen. Also er verlässt nach Südwesten.
Ja, nach Südwesten, genau. Okay, dann geht auf die Straße, die sich dahinter befindet. Team Grün, dann bitte Position aktualisieren. So, eben aktualisiert. Na super, perfekt, okay. Schon, ja, das passt kurz, super. Ob du was Position ist. Einfach halten. Bisschen flexibel könnt ihr natürlich sein, aber passt auf, dass euch der Panzer nicht erwischt. Wiederholen. Ja. Ich wollte kurz und schauen, ob der Hubschrauber so ist, über euch fliegt, wie er gerade über uns drüber fliegt, also okay. Direkt drüber und so eine relativ angenehme Geschwindigkeit dann auf jeden Fall das Feuer öffnen. Der soll sich nicht zu sicher fühlen. Verstanden. Okay, also Außenmauer im Compound Osten ist auch kaputt. Okay. Also wir sind ziemlich fucked, weil im Osten ist was so weit kaputt, dass man jetzt im Prinzip von beiden Gängen hinter uns kommen kann. Also aus dem Nordostengang und aus dem Südengang kann man beides können quasi von allen Seiten kommen. Wie Südengang? Also du meinst jetzt... Also direkt hinter uns jetzt sozusagen kann man von beiden... Könnten sie von beiden Seiten kommen, außer ich gehe jetzt direkt an die Stelle, wo die Mauer durchgebrochen ist. Da könnte ich natürlich decken, dass sie gar nicht mehr durchkommen. Das hat sich eben so nah angehört, deswegen. Ja. Ich guck mal kurz, was gibt's. Ja, wenn ihr jetzt hier um die Ecke nochmal. Da ist es durch. Ein Statusbericht bitte von allen. Team Blau in Position. Team Grün unverändert. MG unverändert. Okay, verstanden. Next, halt auf Ausschau auf unsere alte Position, auf die AT1-Position, die südwestliche, das ist der hohe Berg, da sind irgendwo Feinde auf jeden Fall. Ja, den scanne ich gerade ein bisschen, ja. Frage, was waren das für Schüsse eben in der Nähe des Compounds? Das waren Schüsse auf den Hubschrauber. Verstanden. User left your channel.
Wie sieht denn die Deckung des Compounds von außen aus? Können wir davon ausgehen, dass von Osten keiner reinkommt? Negativ. Also Team Grün deckt nur noch zum Teil nach Osten. Wir merken es sehr spät, erst wenn der Gegner auftaucht. Okay, verstanden. Das MG da oben, ist das da verlegt worden? Ich habe immer noch die gleiche Position, also ich kann von Osten relativ gut einsehen, soweit. Aber auch erst, wenn sie im Nahbereich sind. Okay, verstanden. Panzergeräusche Südwesten. User joined your channel. Vielleicht doch noch mal ein Stück vorrücken zum Eingang hier. Oh, das ist wohl was gut. Das hört sich natürlich rot an, oder? Ja. Erfolgreich ein Gegner bekämpft am südöstlichen nächsten Stein von dem größten Felsen, wo AT1 war. Ich zeichne es gleich nochmal. Die Treppe ist ja geil, wie die noch hier steht. Ja. Oh, ist auch was kaputt. Ach du Scheiße, kommst du auch durch. Next, vielleicht eventuell mal ein Auge auf die Feindsichtung halten. Vielleicht sind da sogar Ziele, die für dich interessant wären. Ja, verstanden. Gehen wir so ein Haus hier. Nur kurz auf der Karte. Position vom Tank südwestlich von meiner Position. Auf eurer alten Position, direkt auf dem Weg. Ich versuch's einzuzeichnen. Sicher, dass es unsere alte Position ist. Auf Kota. Kommt jetzt auf den Hügel raufgefahren. Ja, mehrere hundert Meter von eurer alten Position weg Richtung Süden. So offen. Ich guck mal kurz im Fass, ist das einer durchgeschmuggelt hat. Ja.
Schüsse auf Heli. Es muss ziemlich genau die Position, glaube ich, sein, wo die Panzergeräusche herkamen. Okay, verstanden. Also nicht der Berg Kotar, unsere alte Position. Er korrigiere, doch daneben der Stein könnte es sein. Es ist ein ziemlich großer Fels, wo er draufsteht direkt. Axel, komm mal her. Ich hab's mal eingezeichnet. Ich glaube, das müssten die Felskette sein, wo sie drauf sind. Das ist wirklich ein richtig großer Fels, ein einzelner. User left your channel. Heli kommt Südwest. Fliegt über West. Team Grün, ab jetzt konzentriert euch möglichst echt auf den fucking Heli, der muss weg. Also, ihr könnt ruhig auch von weitem versuchen, ihn auszuschalten. Das Hauptsache, der kriegt ein bisschen Ärger und dreht, kann nicht so langsam fliegen, weil das ist hier Verarsche für uns. Vorsicht im Kopf und der Tank. Steck weiter vor auf dem Felsen und nimm den Kompass ins Visier. Und wir feuern den Tank. Nomi, ich bin nicht mehr wirklich klar durch. Wir bewegen uns jetzt noch weiter weg, das heißt, nächste Funksprüche werden nicht mehr durchkommen. Wenn irgendwas Wichtiges kommt, dann bitte es einfach nochmal wiederholen. Der Kompass wird gerade systematisch zerlegt. Bist du okay? Ich bin okay. Stefan? Die Westecke des Compounds wird gerade in Schutt und Asche gelegt. Wir kümmern uns gleich um den Panzer. Stefan wurde getroffen. Ich diagnostiziere. Kanalwechsel. Immerhin, wenn er drauf schießt, wird er auch mit einigen Leuten da nicht einrücken. Oh, verdammt. What the fuck? Oh Gott. Lass uns nicht in die Deckung gehen. Nomi und Shurov, eventuell verlasst den Compound nach hinten und verteidigt dort. Ich bin im Nordwesten des Compounds, ich will jetzt ungern wieder rein. Nordwesten kannst du nicht reingehen, da sind überall Einschläge. Ja, eben genau, da wurde auch Stefan gerade umgelegt, deswegen. Südwest. Kann man von hier aus irgendwie nach Südwest kommen? Die Schüsse hören sich ziemlich nah an. Ja. Das ist aber ein AK, glaube ich. Xylde, da gab noch Straße, was hat er nicht gesehen? Schon im Gebüsch wieder. Ultra, ja, Beiflug gerade. Tank fährt gerade los. In welche Richtung? Perfekt in unsere Richtung. Er zieht sich zurück. Hinterm Berg wieder verschwunden, keine Sicht mehr drauf.
West. Was ist das Dauerfeuer da? Okay, verstanden. Wie sieht's aus? Siehst du auch irgendwo Infanterie, die sich vielleicht den Compound nähern? Negativ. Ja, ja, genau. Erwarte ich auch gerade den Moment. Über uns weiter. Mal nach der. Nach der. Fast kommen. Fast ist jetzt nicht mehr durch Häuser gedeckt, das ist so freigebombt. Oh je. Bin noch mal kurz auf der Karte. Zur Information, ich wurde gerade beschossen, schwer verwundet. Feuer wahrscheinlich aus Richtung West. Da wird mich gerade noch eben selber. Ich kann nicht heilen. Ich mach Torso gerade bei mir. Okay, was hast du? Morphin auf jeden Fall brauche ich. Okay, Panzer ist zerstört, Panzer ist aus dem Spiel. Wow. Verstanden, sehr schöne Arbeit. Hier ist nur so Infanterie und Poseidon. Nochmal Morphin? Steck euch. Ja, sieht gut aus. Hast du einen Blick auf den Panzer, okay, Andreas, wie die Infanterie rausgekommen ist? Ja. Nur gesehen, ich glaube, keine Infanterie bisher raus. Westen, würde ich sagen. Frage, kann ich mit dem MG auch Feuer auf den Helikopter öffnen oder soll ich lieber lassen? Jetzt wäre es tatsächlich möglich, weil die Infanterie weg ist. Weil der Panzer weg ist. Aber wie gesagt, pass auf, dass dich da keine Infanterie sieht. Okay, wir sollten uns. Keine Ahnung. Boah, jetzt ist alles weg hier. Was? Ja. André, ich bin zum Panzer. Das kann die einstürzen. Ich hab nie gesehen. Du hast jetzt auf dem Schirm, dass im Westen wahrscheinlich oder Südwesten Infanterie ist. Ich kann nicht in den Panzer rein, das heißt, die sind noch aktiv da drin. Wahrscheinlich bewusstlos. Zum Heilen müssen sie raus, also. Warte einfach ab. Negativ müssen sie nicht mehr. Ach fuck. Kann ich ein FPG holen? Soll ich ein AWG herbringen? Die versuchen den Motor zu starten, André. User left your okay, André ist scheinbar raus. Hast du von Zuck in RPG wechselt? Könnt ihr den Tank einzeichnen? Der Tank ist ausgeschaltet und in keine Sichtweite von euch. Also der ist hinter dem nächsten Hügel, hinter dem okay. Alte Position. Thank you.
Raumbord ist ja unübersichtlich, also kann man nicht sagen, ob da welche reinkommen können oder nicht. Aber inzwischen können da überall welche rein. Ja, das ist ziemlich im Arsch alles. User joined your channel. Nur bis wenn Zeit ist, dann würde ich gerne eine Bluttransfusion haben. Ja, okay. Dann treffen wir uns unten. In der Kirche. Moschee. Okay. So, ja, okay. Okay, dann, genau, hieß er super. Ja. Okay, dann. Das kippe ich bestimmt irgendwann um. Läuft. Ich hab Schuss. Hubschrauber, Beschuss. Ist gut, danke. Alles klar. Aber ich habe auch leichte Verletzungen. Anscheinend gibt es auch Splitter von Explosionen. Also wir hätten auch Flugabwehrraketen, falls sich jemand damit zutraut. Wie ja, natürlich. Gibt es in der Kiste hinten. Und ich habe auch bei der Leiche von Stefan liegt auch noch ein Launcher. Echt, ja. Gelenkt, ne? Bitte? Ist nicht gelenkt. Hubschrauber kommt von sich. Okay, wo, ich glaub, ich wo ist die Kiste? Konzentriert euch auch mal auf den Nahbereich wieder. Die planen irgendwas. Die sind jetzt vielleicht schon in der Nähe, also passt. Ja, vermutlich auch stark. Wir sind hier sehr schlecht aufgestellt. Nahbereich kann ich teilweise schlecht einsehen. Sehr, sehr viele Bäume. Also man kann inzwischen auf jeden Fall im Norden und im Osten in den Compound rein. Ja, auch im Westen, also ist überall offen. Im Prinzip irgendwo einfließen und es dann richtig platt machen. Mal Blick auf das Virtual Arsenal von uns. Das stand hier draußen vor der Tür. Ich geh mal gucken. Next, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch einen Überblick über das Tal? Naja, aber es bewegt sich nix. Also wir gehen davon aus, dass der Nordosten clear ist. Ich nehme es mal stark an. Ich bin jetzt gerade nordwestlich des Compounds. Ich kann von hier oben von Nordosten nicht wirklich einsehen.
nordwestlich von deiner Position ist ja immer noch nordöstlich von uns, also. So, ja, das habe ich nicht raus. Sehr tief. Aber auch nur bedingt. Das kam eben sehr tief, der Hubschrauber. User joined your channel. Also zur Launcherkiste zu gehen ist, glaube ich, zu riskant. Aber Hügel, was kommt. Nomi, dann ich gebe dir mal meinen Launcher und ich hole den von Stefan. Okay. Da war gerade Beschuss aus Süden, kann es sein? Also von euch zu den West aus Gefühl. Denk mal einen Blick auf Westen des Kompons. Ja, Beschuss, sie sind nah bereit. Was ist Nachbar? Oh, jetzt erwischt. Dass ihr da alle gleich reingeht, zu dritt, sondern bloß einer? Ja, die Sache ist die, ich habe jetzt jemanden gesehen, ich habe vergessen Bescheid zu sagen, okay? Ach so, jetzt erwischt mich, okay, alles ja, klar. Ich bin dann reingegangen und auf einmal, ich hatte wohl ja drei Leute auf einmal, ich glaube einen habe ich geschossen. Ja, ist doch klar, ich habe bloß gewundert, wenn du da alleine reingehst. Wie seid ihr denn gestorben? Grausam. Schmerzvoll. Hinterhältig, erschossen. Gemeuchelt. Gemeuchelt ist das beste Wort dafür. Gemeuchelt doch Xibit von hinten. Ach, wieder mal, ja. Ja, ja. Gemeuchelt Xibit. Ihr habt echt alles platt gemacht. Wir fliegen eigentlich die ganze Zeit im Hubschrauber. Puzzle. Ah, krass. Sehr vorsichtig, muss man sagen. Ja, was macht jetzt Schocki und Zero da draußen? Was mir gerade tierisch auf den Sack gegangen ist, dass der Schocki ständig irgendwo rumgerammelt ist. Und nie in Gruppe war. Das ist mir jetzt ein bisschen auf den Sack gegangen, ehrlich gesagt. Ja, das muss man halt dann sagen, ne? Dass das so nicht geht. Das ist ja sein erstes Mal. Oder? Oder zweites Mal? Zweites Mal. Dass das. Ja, was ist denn das? Ich glaube, das erste Mal, oder? Ja. Die sind gleich fällig, pass mal auf. Wer von euch hat auch Connection-Probleme, ne? Das haben wir rausgeflogen. Ich bin gerade rausgeflogen, es war aber kein Connection-Problem. Weißt du, was das war? Es war Armabsturz. Was ist das denn für ein Land? Wieder waren so viele Hubschrauber. Vor allem AK, ne? Das ist doch Sunny hier. Was? Das war ein interessanter Land. Das greift sich von beiden Seiten nicht schlecht. Das wird bei euch auch mit einem grauen Kreis markiert. Ja. Was macht das? Die meucheln mal der Kreise. Wer hat denn. Ist da gerade ein Helio gestürzt? Ja, sicher. Ja. Oh. Dafür kann ich nur. Ich bin aufgestiegen und erschossen worden, quasi im selben Moment. Okay. Ja. Also ich kam sofort wieder runter. Boah, wie schnell waren die hinten im Compound drin? Holy fuck. Xivet, du bist der Meuchelmörder. Wer hat eigentlich den hinten. Panzer draufgeknallt? Panzer war ich und André. Ah, okay. Weil mein Ding hat, glaube ich, nicht viel Schaden gemacht. Ich glaube, es waren eher André, seine zwei RPGs. Ja, was hast du gerade draufgeknallt? Ein AT4, aber irgendwie das Ding unbeeindruckt weitergefahren. Aber da hat echt noch einer in den Bergen da hinten. Wir haben euch den Compound schon ziemlich in Schutt und Asche gelegt, oder? Ja, das stimmt, ja. Das ist der Hammer gewesen. Ah, Mann, warum habe ich mich nicht um die Rückendeckung gekümmert? Gott, habt ihr noch viel! Das ist unfassbar, oder? Hört ihr mich um? Wahnsinn. Ja. Ich kann irgendwie nicht mehr umstellen auf Schreien und sowas mit dem DFR.
Brauchst du auch nicht. Brauchst du auch nicht. Du bist im Spectator-Channel. Ah, oh. Okay, geil. Ja, es war interessant. Also ich war der Pilot und ich bin halt ein Blindfisch, war, also ich sehe immer nichts. Aber ich habe immer gehört, wo ich beschossen wurde, ein bisschen ungefähr. Haben du hast uns nicht gesehen? Nee, ich habe mich nicht gesehen. Ich bin wirklich blind auch, also. Ja, einmal getroffen jemanden mit dem Panzerbeschuss? Ich habe, glaube ich, ein paar verletzt. Also ich habe immer wieder wir waren ja die in den Bergen, also ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Ich hatte quasi einen Treffer auf einem Haus, wo ich drin war und ich wurde nicht verletzt, was sehr seltsam war. Also ich bin quasi in den Ruin rausgelaufen. Ja, oh, jetzt kriegt der Zug eins aufs Maul. Interessant übrigens, ihr habt den Panzer kampf- und fahrunfähig gemacht. Ja. Und drin waren zweimal ohnmächtig. Und wir sind wieder alle ausgestiegen und ich habe sie hierher geflogen. Ich habe die nämlich, ich stand bestimmt 3-4 Minuten hinterm Panzer und habe geguckt, wann jemand aussteigt. Weil ich habe gesehen, dass ab und zu mal die Rücklichter angegangen sind. Ja, das war unser Fahrer. Ey, warum gehen die in den Compounder unten rein, die drei? Und bleiben die aus? Ich verstehe nicht. Pflegen die sich vielleicht gerade noch irgendwie, oder was? Ah, shit. Okay, wo sind Settings nochmal? Reset war Numpad 5, ja. Stimmt, Shockwave und Zero und Alpha machen die mehr. Ich schmeiß natürlich Granaten an der Stelle, wo Zug nicht sitzt. Warum geht die nicht rein? Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Das ist der erste Rind auf Shockwave da immer an. Jetzt rennen alle noch alle raus? What? Jetzt eine Granate. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach den Eingang gerade nicht gefunden haben, oder? Ja, du kommst da relativ. Ah, nee, das Haus ist jetzt schon. Sie wissen halt nicht, vielleicht kennen sie den Compound nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass. Erstens kennen sie den Compound nicht, zweitens haben sie keine Ahnung, wie viel noch im Leben sind. Ich möchte jetzt mit RPG auf die Wand schießen, oder wie? Lebt Simex noch? Ja, nein. Nee, Simex lebt nicht mehr, okay. Obwohl, Jason kennt den Compound. Jason kennt den Compound. Ja? Ja, mit dem war ich unterwegs da in dem. Ich bin gemeuchelt worden. Welcher warst denn du? Hey, weil wir haben zwei gemeuchelt. Ihr habt mich zweimal gemeuchelt. Ach so. Der als allererstes gestorben ist, das war ja oben auf dem ganz nördlichen Berg. Wer war das? Ach du, aber warum bist du da noch am Leben gewesen? Ah, das war Saint, okay. Der gekrochen ist, der also da im Nahkampf war der Saint und der zweite war der Simax. Aber ihr habt ihn nur bewusst rausgeschossen. Ich weiß nicht, ob ihr mich totgeschossen habt. Wir waren, weil wir einen Panzer südlich von uns hatten und wir Infanterie hat auf uns gefeuert. Dann mussten wir aufhören. Ich habe nichts getroffen. Das hat alles André gemacht. Also, Sag mal André mal, dass er besser zielen. Ja, das war gar nicht so leicht. Wir haben nur seine Beine zum Teil. Er hätte vielleicht nicht alles auf mich schießen sollen, der André. Ja. Ich habe die Jungs im Panzer sitzen lassen und mich aussteigen lassen, weil ich mal wieder beschossen wurde aus jedes Panzers. Sonst wäre ich viel früher ausgestiegen, wahrscheinlich. Ja. Der Nex läuft bei euch, der auch auf der Stelle, der Nex? Ja, Nex ist gerade, hat mir gerade in TS geschrieben, dass Arm abgeschmiert ist. Wer? Das ist schon das zweite Mal, glaube ich, heute. In dem Spiel. Ist abgeschmiert? Warum hockt ihr auf alle auf einen Haufen? Das ist ganz, 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 ganz fahrig. Die Granate hat alles Platz. Verstärkung. Ja. Ist da nicht die Granate? Da kommt keine Verstärkung mehr. Aber wenigstens machen sie Rückdeckung. Auch wenn der. Ich glaube, jetzt langsam sie sich, Granate, oder? Der Mikromanage wahrscheinlich. Zumindest, er hat einen Trupp gehabt, und zwar Jason war der Panzerkommandant. Und ich habe ihn halt aus dem Panzer rausgeholt mit seinen Wendeln und hierher geschickt. Lexu Simex? Nicht Simex, sorry. Fussel? Bei mir? Nicht, dass ich so ein bisschen. Ja, deine Stimme ist ganz verzerrt. Also, ob du eine Verbindung hast. Und tu das Mikrofon nochmal einen Zentimeter aus deinem Mund raus. Das würde zumindest erklären, warum ich öfter mal Funkprobleme hatte. Also, irgendwie werden jetzt komische Funkprobleme. Wer ist denn der André, der verbindet? Achso, der André. Fuck! Nur der Typ, mit dem du jeden Freitag über den Server redest. Jetzt trauen sie sich. Oh. Zugriff, yay! Okay, jetzt gehen sie in den Bereich, wo sie schon waren. Nö, kommen wir vorne. Ach, sorry, die Tonne ist ja da oben. Das ist ja sogar richtig gut, was sie da machen. Stimmt, ja. Oh Gott, also. Das kann so viel. Das wäre super. Ah, nix ist wieder da. Zug seine Posi ist schon ziemlich gut, ne? Also. Aber ich glaube, er wird halt höchstens zwei bekommen und dann ist es vorbei. Denke auch. Jetzt gleich. Ja, interessant. Oh. Ah. Oh. Na.
Oh, ja, ja, es hat mich verraten. Eine Granate. Oh, erwischt, ja, sehr schön. Oh, jetzt kommt die Granate, die geht aber fein. Zu weit, zu weit. Oh, oh, okay, die war direkt. Holy shit. Guck, okay. Es kommt von hinten. Die war außen, die Granate. Okay, jetzt ist unwichtig. Die nächste ist wieder drin, oder? Das müsste eigentlich vorbei sein, oder? Wenn nix rauskommt. Glitzertonne, Glitzertonne. Mensch. Trotz, der Opfer dürft doch gar nicht mehr leben. Der nächste, Ina lebt noch. Ich dachte, er hat gesagt, Amber ist abgeschmiert. What the fuck, ist gerade von dem Schuss jemand umgefallen? Das MG ist mächtig. Hallo, Tonne? Die Wände fallen verdammt leicht um. Ich weiß jetzt gar nicht, dass er zur Tonne muss. Aber ich glaube, er macht schon. Er macht es schon richtig. Oh! 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 Nice, next! Norden. Oh, super, next. Richtig schön. Also egal, ob wir jetzt gewinnen, das war eine verlieren, das war eine gute Aktion von Nix. Oh, das ist, er hat es noch voll drin, ey. 2 gegen 1. Scheiße, ich hab gerade abgedrückt. Wo zum Henker hat der hingesessen? Oh, hätte ich mal mehr Granaten mitgehabt, ey. Das, ich hab mir so einen Arsch gebissen. Ja, aber war trotzdem ziemlich gut. Mauer, ey. Die Position war gut, aber ja, dann kamen auch mal 2 gleichzeitig. Ja. Tonne. Du wärst jetzt tot gewesen. Lebt Nix noch? Wer die Granate geschmissen hat. Das ist Nix. Da ist nix. Das ist abgehauen. 20. Macht er gut. Oh, nice. Das ist der Compound. Das ist echt so ein neues Spielgefühl plötzlich. Ist der Wahnsinn, der Compound. Oh. Also richtig cool. Der Compound ist echt der Wahnsinn, ist irre, ja. Hallo, ey. Wo bin ich denn, ob ich gestorben hier? Ich bin einmal befeuert worden im Helikopter und wurde verletzt dadurch. Ich hab mich echt nicht getraut. Wie sind denn im Helikopter gestorben? Das schafft er doch noch, oder? Im Helikopter ist niemand gestorben. Ich bin einfach verletzt worden. Was ist denn die Bewegung da hinten? Ich meine, was passiert? Ja, der Helikopter ist auf mich gestürzt. Achso, ja, richtig. Ich bin hoch und aufgestiegen zum Starten und dann wurde ich quasi auf 5 Meter Höhe abgeschossen. Kilo. Jetzt hat er ihn gesehen, oder? Jetzt hat er ihn gesehen. Ja, er zielt auf ihn. Hä, ist der gestorben? Oder heilt er sich? Ne, das war Jason, ne? Der gerade gestorben ist. Ich bin gestorben. Ja. Da auf dem Bauch, auf dem Haus lag der drauf. Okay, ist er. Nee, der war unten im Der ist unten? Der ist unten gegangen, jetzt ist er auf dem Haus. Ja, okay, ja. Das ist so spannend, wer war denn hier, wo so lang ist? Haben wir den erwischt oder nicht? Das war Zug, ja, den habt ihr derbe weggegranatiert. Ja, dann hat meine Granate funktioniert sehr, sehr schön. Ja, ja. Wir haben runter von der Granate geworfen und alle haben. Wenn man das extra noch liegt auf dem Haus, obwohl er da rumglitscht, ist natürlich auch ein Wunder, wa? Ja, Nex hat Mut, ey, also ein zerstörten Boden rumzukriechen, das ist schon echt in Armer. In der Luft rumhängen ist schon. Oh! Ja, das muss. Muss man halt mal erleben, was da schief geht, und dann macht man sich mehr. Ach, die haben auch so ein krasses MG? Oh. Ja, ja, das ist seit heute drin, weil die. Zum Ausgleich quasi. Weil die sonst gar kein MG ja. Haben. Ja, wir haben ja im Moment nichts, PKM gar nichts. Mal aus Interesse, wie habt ihr den Panzer kaputt gekriegt? Wir hatten, ich und André waren Team Rot, wir waren im Prinzip dafür da, offensiv zu sein. Und wir waren eigentlich auf dem Berg Kota bezogen, weil ich mir gedacht habe, dass ihr vielleicht an der Straße lang fahrt. Und das haben uns dann ein bisschen unser, euch entgegengekommen. Ja, wir haben euch ja übrigens, wir waren ja 75, 100 Meter entfernt, wie ihr gelandet seid, aber haben uns entschlossen, nicht zu feuern, weil ihr ein bisschen im Dickicht wart und dann haben wir uns zurückgezogen und dann haben wir eben danach den Saint erschossen. War also wir waren wirklich so nah an euch dran, das ist der Wahnsinn. War dein Video auf der Straße? Zufällig? In dem nächsten Dorf war eine Mine, in dem südwestlich. Okay. Ich dachte, ich hatte irgendwo die Mine gesagt, nicht mehr ganz kurz, aber ich bin so schnell rüber, dass ich dachte, ey. Aber wie ist denn der Panzer kaputt gegangen? Wer hat denn das gemacht? Den Panzer, ich habe einen AT4 drauf gefeuert, der ist ja fröhlich weitergetuckelt und dann hat André noch zweimal RPG hinterher gefeuert und. Bitte? Okay, die zwei RPG habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, die zwei RPG habe ich mitbekommen, aber die vom Civet, die Panzerhaus, habe ich nie bemerkt. By the way, böse Falle, die reingefallen bin. Ich dachte, dass unser Panzer sei einfach nur ein Reskin von dem Independent. Und dachte, der hätte hinten 6 Pets drin. Ich befürchte, Blufe Raff gerade tatsächlich verlaufen. Ist ein Reskin. Ich komme da nicht durch. Nee, aber der normale hat, glaube ich, der hat 6 Plätze für ja. Zum der Main Battle Tank. Ja. Ich habe ja auch gehört, aber ich habe nachher geguckt. Israelischer Nachbau. Der hat 6 ja. Nein, es ist nicht, es ist ein Leopard 2A6. Ja, ich dachte halt, das wäre... Der von Independent ist ein Leopard, das ist kein israelische. Du meinst den NATO-Panzer, nee. Das ist das israelische. Nee, was Fusselmann, genau. Das ist der normale. Genau, ja. Ich hab mir jetzt irgendeinen Panzer gesprochen, da waren 6 Plätze. Ich dachte mir, alles klar, das ist er. Und ihr Fussel,
Wir haben sozusagen jetzt gerade mit dem Gruppe Adlermod das ausgetauscht, den Tank. Der hatten wir vorher den Mercover im letzten Spiel. Ah. Deshalb, ja. Und jetzt haben wir ja den Gruppe Adlermod, da haben wir jetzt natürlich den Leopard. Ja, ja, weil also, ich bin schon mal Panzer gefahren und da waren 6 Plätze hinten drin. Die sind gespawnt und ich hatte einen Panzer und einen Plätze hinten drin und hab noch zwei Plätze nach dem Helikopter drin. Das war irgendwie so eine. Oh. Ah, wir waren irgendwie Lecken heute gekommen, alle, kann das sein? Das oder? Gefühl, in der Stadt zu sein und beschossen zu werden von dem Panzer. Scheiße. Das war haben wir eigentlich platt gemacht damit. Ja. Das war aber auch cool, weil getroffen. Man hat sich dann zurückgezogen, man wusste, dass überall Löcher sind in der Wand und ja. Ah, sie haben ihn gesehen. Ja, das wird jetzt erst recht in Gründung sein. Jetzt die Tonne. Naja, zumindest ja, das war, ist. War eigentlich der Plan, war direkt zur Tonne durchzubrechen, aber das hat leider keiner mehr zugehört. Wie kam das? Ihr habt da irgendwie. Das war zu sehr die Hitze des Gefechts, würde ich da sagen. Ja. Die ist aber auch so unübersichtlich, der Compound. Also. Wir mussten das heilen, ja. War dann das Problem. Ah, okay, alles klar. Und die Funkfrequenz neu eingestellt, weil keiner mehr wusste, was Sache ist. Und ich war der Einzige, der wusste, dass alle anderen tot sind aus uns. Was war eigentlich eure Funkfrequenz? War doch 165 und dann habt ihr es geändert, oder? Richtig, ja. Weil ich saß im Busch bestimmt 5 Minuten lang und habe einfach mal alle Frequenzen durchprobiert. Immer 10 hoch und 10 runter. Hab's aber leider nicht erwischt. Wo warten ihr? Auf welcher Frequenz? 165 und danach 175 und 285. Die waren aber auch auf 265, 255 und 285. 255, ja. Was, wo wart ihr? 165 und also, dann auf was habt ihr gewechselt? Also wir waren auf 165, 265 und 365 und dann haben wir... Fussen, du leckst, da kannst du nicht auch noch so blablabla schnell reden, da musst du schön langsam und... Also 1, 2, 6, 5 und 3, 6, 5 und... Oh! Was war das denn? Okay. Der ist gerade 50 Meter in die Luft gesprungen. Ja, bei mir auch 10 Meter oder so. Das hatten wir auch einmal mit dem Panzer, ja. Da sind wir mit dem Panzer 50 Meter weg. Shit, hat der noch einen M60? Warum hat der einen M60? Ja, der hat einen M60, ja. Hä, hey, wir haben doch jetzt das MG5 drin, oder? Ja. Dachte ich. Achso, geil. Ich glaube, das Alter habe ich nicht rausgebracht. Ach Jungs, was macht denn ihr da? Das ist so, oh, ihr könnt einfach losgehen. Jetzt verfolgt meine Befehle jetzt, wenn ich schon tot bin, dann haben wir das immer noch nicht. Nee, aber der Befehl war ganz deutlich, geht's nicht fast. Wir könnten schon lange gewonnen haben. Wir müssen eigentlich alles zusmoken, dann haben sie es geschafft. Ja, eben. Genau deswegen habe ich am Anfang gesagt, steckt mich irgendwo. Jetzt. Jetzt waren sie vorbei. Warum wären sie vorbei? Nee, ich müsste... Boah, die Längen aber auch. Ja. Oh, bitte, Nex, geh wieder ran, AI. Ich hoffe, Nex weiß, wo das Symbol oben rechts ist, dass er hingucken muss. Ah, ich denke, das ist ein cleverer. Oh, krass. Oh, jawoll. Oh, nein. Das ist eine, echt... Wer lebt jetzt noch? Krass, das ist von der Obo, oder? AK. Der muss jetzt eigentlich seinem Urlaub alle Ehren machen und gewinnen. Richtig. Ja, weder mit dich. Shockwave. Wie sieht es eigentlich mit den Frequenzen aus? Das wird ja am Anfang in der auf der Map wird ja ausgemacht. Welche Frequenz und dann plus 10. Was hat das plus 10 zu bedeuten? Okay. Wer war dein Teamleader? Der hat seine Aufgabe nicht erfüllt. Nee, also das heißt, im Falle eines Todes, wenn irgendjemand fällt, dass die Frequenz dann geändert wird, weil du kannst ja das Funkgerät aufheben von jemand, der gefallen ist und die Frequenz auslesen und dann kannst du abgehört werden. Das heißt, sobald jemand stirbt, sagt der Teamleader dann Frequenzwechsel an und dann wird Frequenz Nein! Okay, wir gewinnen. Wir gewinnen. Ja, oh, voll in den Kopf. Du musst macht mein Kletterding gerade falsch. Das war ein langer Urlaub für AK, oder? Ja, AK hatte 6 Wochen. Ja. Ja gut, aber er lebt nur als letzter, ne? Also scheinbar hat er irgendwas besser gemacht. Oh. Ja. Meine Fresse, oh! Jawoll! Oh Gott, war das knapp. Das war wirklich knapp. Mann. Oh man, Nex, ey. Alright. Ich bin schon gespannt. Ja. Das funktioniert nicht. Oh Gott. Nee, vergiss. Doch, es geht. Aber es doch, liegt doch, halt. Dann die langsamsten Rechnern, glaube ich, hängt es ein bisschen. Aber es geht ziemlich schnell. Es hakt ein bisschen. Aber es hakt ein bisschen, aber. Jetzt geht's los. Ja. Wir alle auf Lautstellen oder irgendwie. Ich höre dich gerade schlecht. Warum habt ihr nicht geschossen, als die gelandet sind? Das war doch die perfekte Gelegenheit. Okay. Nein, nicht beenden. What the fuck?
Okay. Bei mir war es schon durchgelaufen irgendwie. Ja, ich hab nicht gemacht, es ist einfach durchgelaufen, ich wollte es machen. Okay. Mir war es auch durch, ja. Ich spiele die zweite Runde nicht mehr mit. Ey, wir haben auch meine Ping, muss man sagen. Okay, wer ist jetzt raus? Der sollte dann am besten disconnecten, dass wir sehen, wer noch drin ist. Ich disconnecte. Bis. So, 202. Der war gerade weg. Also, Saint ist.